from here. Richtung aufwärts. Tür schließt. Guten Morgen, Leute. Aus Berlin-Spandau derzeit noch. Alter, es ist 5 Uhr. Es ist sogar noch vor 5 Uhr. Also, wir haben heute den 19.09. Es ist gerade kurz vor 5 Uhr und ich mache mich heute auf den Weg nach Kalkar. Ich werde euch heute mitnehmen, den Tag über oder die Tage über, was in Kalkar passiert. Und bin mal gespannt, wie der ganze Tagesverlauf ist, weil ich habe selber absolut gar keine Ahnung. Also Leute, wir sehen uns in einer Stunde im ICE. Bis dahin, Servus. So, Servus Leute. Ich bin nun in Goch. Goch ist ein Ort vor Kalkar. Und ich muss jetzt gerade mal schauen, also war eine lange Fahrt, eine unglaublich lange Fahrt. Wir haben jetzt 11.57 Uhr, knapp 7,5 Stunden. Ist schon echt unwitzig. Wir müssen jetzt mal sehen. Ich habe Stefan schon Bescheid gesagt, dass ich jetzt hier warte. Er holt mich jetzt in 25 Minuten ab. Er ist in Kalkar. Von Kalkar bis nach Goch sind so 25 Minuten. Und dann sehen wir uns sicherlich in Kalkar nochmal wieder. Bis gleich. Scheiße. Was war das? Die Todesritze. Mein Handy. Scheiße. Alter, Wunderland Kalkar. Aber sagt mir vorher, also hat mir bis dato noch nichts gesagt, ne? Jo. Was geht hier meist? Scheinbar ist das wie so ein kleiner Freizeitpark. Crazy. Aber Achterbahn gibt's hier nicht. Keine Ahnung. Schäbig. Betrunken. Geh mal bitte ins Bad. Das ist noch nicht so schlimm. Geh mal rein. Ah! Was? Oder das ist mega crazy. Ii. Aber das ist fast wieder genauso wie beim Ibis Budget, als die ganze Scheiße auch schon wie in einem Kaffee. Aber warum gibt es hier so nach? Weiß ich nicht. Wie ein Trampolin, ohne Witz. Ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Das begeistert Kinder und Erwachsene. Wunderland halt. Klasse. So ein Scheiß. Komm, lass Essen passen. Ja, also Info kurz mal an die Leute, die jetzt gerade hier zuschauen. Ich und Stefan haben beide zusammen ein Hotelzimmer gekriegt. Ein einziges, wo wir jetzt beide hier auch schön nächtigen können. Wird später erstmal geschmust. Dachte ich mir. Und ich habe jetzt schon alles aufgebaut. Ich werde mich gleich um die Produktion für Inside PyroWeb kümmern. Aber dennoch, gebt euch bitte einmal diese Kulisse hier. Ja, also wir stehen schon mitten drauf, wenn ich da oben bin. Dann kann man da noch mal ein bisschen mehr sehen, aber das ist unfassbar. Alter, das gehört meines Wissens auch noch mit dazu. Das haben, ungelogen, das haben 9 Leute aufgebaut und sie arbeiten seit Dienstag hier dran. Unglaublich. Falls ihr nicht wisst, was die Zehner Trophy ist, Zehner Trophy wird von LVC, das ist ein Verein in der Niederlande, die sich darum kümmert, dass Otto-Normalverbraucher wissen, wie man mit Feuerwerk ordnungsgemäß umgeht. Und die haben sich halt eben auch hier dieses Festival mit zugute gemacht. Der Hauptsponsor ist Zehner, wie man erkennen kann. Und dadurch ist dieses Event hier entstanden. Das ist unfassbar. Überlegt euch mal, 150.000 Euro schätzungsweise VK-Wert wird hier verballert. EK sind vielleicht trotzdem so 90.000, 80.000 Euro, wird hier morgen in die Luft gesprengt. Das ist unglaublich und der Eintritt ist frei. Das muss man sich mal geben. Wir kümmern uns jetzt um weitere Produktionen für Inside PyroWeb, aber für euch weitere Produktionen werden definitiv in den nächsten Minuten folgen. Also viel Spaß euch hierbei. Ich bin gespannt, Alter. The flat loose dirt, the work undone, and now my hunger hurts. My smile's a wake, that open doors. Until you're back, I won't be closing them anymore. We can touch the sky, and there's no need to grieve or justify. If you forgive my sins, they'll pass me by. You know they say forgiveness is divine. You make me feel the... Jetzt, Leute, kommt der Punkt, wo ich bemerke, dass das Aufstehen um 3.30 Uhr einfach viel zu heftig war. Also mein Körper kommt damit irgendwie gar nicht klar. Wir haben jetzt roundabout 17 Uhr, 16.49 Uhr und ich bin echt müde. Und Stefan ist noch voll dabei, Alter. Der hat aber auch schon eine Nacht hier in dem Hotel gepennt. Ja, ich wäre auch müde hier mit nur wie viel Stunden Schlaf? 6. 6 Stunden ist so viel. Ja. Genau. Leg dich halt hinten kurz in den Schatten. Ich weck dich auf. Ich weck dich auf, wenn hier die Maskelette auf, die Batterie ja, aufgebaut moin. Wird. Ja wirklich, mach halt jetzt. Ich bin gerade so rausgeflossen. Ich kann mich nicht in den Schatten legen, wenn ich daran denke, dass da irgendwelche Ameisen über mich rüberkrabbeln könnten. Oh mein Gott, dann bist du einfach nicht müde. Dann bin ich halt nicht müde.
Dann gehe ich erstmal ein Bier trinken. Servus. Jawohl, Leute. Nun haben wir 18 Uhr. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen Freizeit und ich werde jetzt noch mal für euch ein paar Shots ziehen, damit wir für meinen Vlog auch etwas Content haben. Also ich zeige euch kurz mal ein paar Bombenpositionen. Zum Beispiel, hier sind die 75er Bomben. Hier vorne haben wir alles mögliche, also 75er bis hoch 125er und ganz, ganz oben sind 150 mm Bomben. Hier haben wir sau viel Rikasa-Ware, beziehungsweise große Kartons, auch ziemlich gut. Oh, guck dir das an, das ist auch ziemlich gut. Eine kleine Batterie. Guckt euch mal an, wie die Holländer arbeiten. Vorhin hat schon der eine Dude hat es gesagt, dass die Holländer echt zeiteffizient arbeiten, weil sie knoten. Also sie nehmen halt kein Gaffertape, sondern sie knoten halt einfach die kompletten Kabel an die jeweiligen Bomben ran oder an die Bombenkästen, damit das einfach zeiteffizienter funktioniert. Und hier halt, wer kennt's nicht, das ist sogar Feuerwerksfolie. Ja. Ist ja geil. Original Fireworks. Nice. Das hat man auch selten, beziehungsweise habe ich bis dato noch nicht gesehen. Ja. Kuhwerk Belgien. Ups. Guten Morgen, Leute. Und was geht ab zum Tag 2 von der 10er Trophy? Wir haben jetzt roundabout 9 Uhr. Ich mache mich jetzt mal gerade auf den Weg, um was zu frühstücken. Wir haben relativ gut geschlafen. Einziges Problem ist, was man vielleicht an den Haaren sieht. Es ist das erste Hotel, in dem ich bin, wo es keinen fucking Föhn gibt. Es gibt keinen Föhn. Wie kommt denn sowas? Es ist unglaublich, dieses Wunderland. Und Kalka ist scheinbar so eine Pilgerstätte für Säufer. Also quasi das Mallorca in Deutschland. Auf jeden Fall ziemlich viele, die in der Nacht ein bisschen gesoffen haben und das eben auch gerne hören gelassen haben. So Leute, das war es mit dem ausgewogenen Frühstück. Ich bin jetzt wieder im Hotel. Why are you running? Why are you running? Grüße. Grüße. Nun, wir sind jetzt noch auf dem Gelände von 10er. Wir bekommen jetzt noch unsere Crewpässe, dass wir hier auch problemlos überall rumlaufen können und müssen auch unsere Warnwesten anziehen. So wie der Dude da vorne. Und dann sind wir bereit für den Tag, Alter. Ich bin gehypt. Wirklich. The day of the day is today. Wird krass, Leute. Nee, wird echt richtig krass. Gleich wird noch die Batterie aufgebaut. Bin ich mega gespannt, auf wie fix die Jungs das können. Weil in Valencia geht es immer richtig rucki-zucki, aber mal schauen, wie die es hier können. Da unten sind doch nochmal Zettel. Ey Leute, sowas geht ab. Jetzt werden gerade die Truenos angehangen für die Batterie. Schauen wir auch mal fix rüber. Heftig. Schau dich mal einen Teil an, ey. 94 Gramm hat ein Teil. Überlegt euch das mal. Abnormal. Fährst du für Mercedes-Fahrer? Ich bin Benzer-Fahrer. So Leute, was geht? Wir haben 16.45 Uhr. Wir sind nun jetzt auf dem Weg zum Gelände der 10er Trophy. Wir haben bis eben gerade geschnitten. Das war echt eine unglaubliche Arbeit. So, okay, jetzt raff ich das erstmal. So Leute, jetzt sind wir gerade nochmal auf dem Parkplatz gewesen. Wir haben einige Flyer verteilt von PyroWeb. Die Massen sind da. Man sieht hier aber auch nochmal die Autos. Alter Falter. Um 18.30 Uhr beginnt die erste Daylight Show. Da sind wir natürlich vor Ort. Wir müssen vor Ort sein.
Ey Leute, was geht ab? Ich mache mich jetzt auf den Weg. Um 10 Uhr ist Checkout hier. Das soll es aber mit dem Vlog gewesen sein. Jetzt geht's für mich nach Holland zu Evolution Fireworks zum Vorschießen. Da folgt auch nochmal eine Produktion bei Inside PyroWeb. Ich war hier im Großauftrag für Inside PyroWeb unterwegs. Heißt also, weitere und größere Einblicke findet ihr bei Inside PyroWeb auf dem Instagram- und YouTube-Kanal. Ah ja, also schaut gerne vorbei. Leute, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, dann lasst ein Dislike da, ganz klar. Und ansonsten bleibt pyromatisch. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die nächsten Videos wieder mit euch. Haut rein und ciao.